Ja, zum Glück nichts passiert, das wissen wir ja mittlerweile. Aber interessant ist natürlich, was lief da in Ihrem Kopfkino nach Salto Mortale mit Kopfstand am Ende? Da läuft nicht viel, ehrlich gesagt. Es ging alles relativ schnell. Überwiegt eher der Ärger und der Frust darüber, dass das Rennen so schnell zu Ende war und dass man so schnell aus dem Rennen gerissen wird, ist immer frustrierend und bitter. Nach der langen Geraden in Kurve 8 bin ich natürlich Seite an Seite mit Romain in die Kurve rein und ich hatte ein stehendes Rad, er hatte ein stehendes Rad, ich war am äußersten Rand der Kurve, also eigentlich schon fast abseits der Strecke und ich habe ihn auf einmal nicht mehr gesehen. Bin echt davon ausgegangen, dass er also geradeaus fährt und die Kurve nicht nimmt. Darum habe ich auch eingelenkt, weil ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gehört. Aber ja, er war noch da und ich glaube, das Resultat haben wir gesehen. Wenn man dann Kopf steht, der oft erwähnte Halo, eher hinderlich oder doch eine Hilfe in dem Moment? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht oder gar nicht analysiert. Ich weiß nicht, ob ich ohne Halo da rausgekommen wäre. Es war so oder so eine unbequeme Situation, weil auch ein kleines Feuerchen am Auto hinten gab und die Gase, die steigen natürlich ins Cockpit und das Atmen wird schwer. Also keine angenehme Situation, aber die ganzen Marshals und Securities haben einen super Job gemacht. Dankeschön. Formel 1 oder von euch? Soweit also Nico Hülkenberg. Sind wir froh, dass es ihm wieder besser geht. Wir haben Zuwachs bekommen hier in unserer Runde. Richtig groß, mittlerweile 5 Personen. Toto Wolff ist da, Nico Rosberg ist wieder zu uns gekommen. Toto, weil wir gerade die Szene gesehen haben mit Nico Hülkenberg. Große Schrecksekunde oder war allen klar, dass da nichts Schlimmes passiert sein kann? Nein, ich denke, da war allen klar, dass da nichts passiert ist vom Unfall per se. Was mich ein bisschen an der Sache zwickt, ist, dass aus dem Auto nicht rausgekommen ist. Man hat hinten das ein bisschen Flammen gesehen und wenn da mal wirklich etwas passiert, müssen wir uns ein System entwickeln oder ein System ausdenken, wie man aus dem Auto rauskommt. Wir wissen ja, dass das genau die Schwachstelle ist und die einzige Schwachstelle vom Halo. Ja, grundsätzlich ist es natürlich viel besser, aber da muss man schon nochmal drauf schauen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also sind wir froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Jetzt reden wir mal über den großen Sieger dieses Jahres, aber das ist ja Gewohnheit mittlerweile. 5-mal in Folge, Team-WM, Fahrer-WM. Geht die Serie irgendwann zu Ende oder habt ihr immer noch Biss? Wir hoffen nicht. Wir pushen immer weiter. Aber es ist natürlich immer eine schwierige Sache, sich zu motivieren, sich neue Ziele zu setzen und immer so weiterzumachen. Ja, ein bisschen Angeber. Das nächste Mal schicken wir unseren Ron Meadows rauf. Der muss sich dann auch das T-Shirt ausziehen. Das ist dann weniger schön. Aber Louis, wie er lebt und lebt, oder? Absolut, ja. Also aber Nico, mich würde interessieren, sorry Flo, ja, klar, wenn man das Team so performen sieht, denkt man dann nicht, Mann, wäre ich nicht noch weitergefahren? Nee, also für mich persönlich, ich bin da raus, bin echt happy, aber es freut mich auch zu sehen, wie die so weitermachen und so stark weitermachen, ja, und immer wieder neue Rekorde stellen. Es ist ja mittlerweile wirklich in der Geschichte des Sports, ja, einer der erfolgreichsten Teamerfolge überhaupt und Serien, ja. Ich habe noch eine Frage zum Lewis, der war ja normal, baut er immer ab, nachdem er gewinnt in der Saison, ja, aber dieses Jahr anders. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Was ist anders? Was macht er anders dieses Jahr? Dieses Jahr, ich weiß nicht, wir haben so ein kompaktes Teamgefüge zusammenbekommen, dass wie wir die Fahrermeisterschaft gewonnen haben, war da gar keine große Freude. Normalerweise seid ihr Fahrer ja eh auf den Titel kalibriert, logischerweise. Wir haben dann in der Nacht noch telefoniert am Weg nach Europa und hat gesagt, ich kann mich darüber gar nicht freuen, weil das Rennen so schlecht war. Jetzt müssen wir die Teammeisterschaft holen und da war die Freude größer. Also beeindruckende Leistung und wir hören, es gibt Grüße von Niki Lauda. Dann schauen wir doch mal bitte. Message to my team and my friends. As you all know, I had a rough time from my health point of view, and the support I got from all you people on my way was unbelievable. And I was out of bed quicker because I felt to be home in a big, strong family and friends. Therefore, the achievement of this year, outstanding. 5 championships in a row, Lewis again, Bottas right there. We could not have done a better job. And now the important message is I'll be there soon and off we go. The pressure comes for the 6th time. Thank you very much. Toto, eine Frage, also wir haben das ja gestern schon gesehen, ich weiß, ihr seid ja auch dauernd in Kontakt. Wie hat er gefehlt, der Niki, jetzt in der 2. Saisonhälfte? War das spürbar? Ja, er hat riesig gefehlt.
Vor allem mir. Wir sind richtig zusammengewachsen in diesem Team auch. Und er ist mir ein super Sparring-Partner gewesen in diesem nicht immer ganz einfachen Umfeld hier. Auch am Abend jemanden zu haben, mit dem man diskutieren kann und die Dinge aufklären kann. Und dann den Druck, den er macht, der ist wirklich positiv. Er kann als Chairman auch mal irrational, wie er ist, wie du ja weißt, hineinkommen und Druck aufbauen. Und das ist so ein bisschen das Good Cop, Bad Cop Spiel haben wir gut gespielt. Deswegen, ich hätte ihn gern schnell wieder zurück. Wird ja vielleicht klappen nächste Saison. Hoffen wir sehr. Dankeschön, Toto Wolff, nochmal herzlichen Glückwunsch von uns allen. Mega-Saison, wirklich, wirklich toll. Nico, du hast das Rennen natürlich auch intensiv verfolgt. Was hat dir am besten gefallen? Ja, erstmal die Leistung von Lewis. Ja, perfektes Wochenende von Anfang bis Ende. Beeindruckend, die Saison auch nochmal so zu beenden. Sebastian, sehr gutes Wochenende. Ja, wichtig für ihn, nochmal so jetzt rauszukommen, nochmal Selbstvertrauen zu gewinnen. Ja, in den Winter rein und dann auch für nächstes Jahr. Timo, reden wir über Sebastian Vettel, Zweiter in dem Rennen, Zweiter auch in der Weltmeisterschaft. Wie hat dir seine Performance gefallen? Da war nicht mehr drin, oder? Nee, er war, also am Anfang habe ich gedacht, es geht so aus, dass die zwei Mercedes es kontrollieren werden. Aber wir haben es wieder gesehen, Lewis kann mit dem Reifen einfach so lange fahren und Valtteri schafft es nicht, das Auto über die Distanz zu bringen oder den Reifen. Zell hat vielleicht einen aggressiveren Fahrstil, was den Hinterreifen erfordert. Und das war dann die Chance für Sebastian. Valtteri macht einen Fehler. Sebastian war dran, hat sich dann vorbeibremsen können und hat danach auch das Rennen sehr gut kontrollieren können, seinen Reifen gut kontrolliert und ist schön, dass er nochmal am Ende auf Platz 2 steht und so ein gutes Resultat mit nach Hause nimmt. Also, wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, dann melden wir uns gleich nochmal nach dem Saisonfinale und wollen Sie jetzt nochmal ans Telefon bringen. Es gibt noch die Chance auf das Auto und 10.000 Euro, aber anrufen müssen Sie schon selber. Bis gleich. Sie können auch gewinnen. Willkommen zurück in Abu Dhabi, meine Damen und Herren. Umarmung zwischen Hamilton und Alonso. Wir erinnern uns so gut 10 Jahre zurück. Da war das Verhältnis zwischen den beiden nicht so gut. Da waren sie Teamkollegen bei McLaren, haben sich bis aufs Messer mit dem Messer bekämpft, so ungefähr. Jetzt ist das alles wieder schön. Überhaupt, man sieht ganz viele strahlende, entspannte Fahrer. Wir sind rübergewechselt ins Fahrerlager, auch Sebastian vorhin, viel am Lachen. Ist es einfach dann doch schön, wenn so eine Saison zu Ende geht und man weiß, jetzt ist erstmal Urlaub? Wie war das für euch? Ja klar, also ich speziell nach so einer langen Saison, ob das die Fahrer sind oder die Mechaniker, die sind alle froh, dass es vorbei ist. Die müssen jetzt nochmal 2 Tage ran, weil es nochmal einen Test gibt hier für nochmal 2 Tage am Dienstag und Mittwoch. Und dann sind sie, glaube ich, alle froh, weil so 21 Rennen durchzustehen ist nicht so ohne. Aber der Druck lässt dann ziemlich schnell nach, ne? Ja, schon klar. Ja. Aber Sebastian habe ich auch den Eindruck, dass er versucht, so ein bisschen mit dem Lachen noch mal rauszugehen aus der Saison. Ja? Okay. Weil das ist, wie gesagt, so wichtig für ihn, weil es war schwierig. Und nächstes Jahr muss er wieder voll angreifen. Das wollen wir natürlich alle auch. Ja? Ja. Dass er wieder direkt vom ersten Rennen an voll mit dabei ist vorne und mit riesen Selbstvertrauen rangeht. Also fast schon in den Ferien, Sebastian Vettel. Ob er auch in der PK so gelacht hat wie eben, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Kai Ebel hat nachgefragt. Sebastian, am Ende war es der 2. Platz. Wie groß war zwischenzeitlich die Hoffnung, dass es auch mit dem Sieg noch was werden würde zum Abschied? Would you like some of this? It's very good. I'd rather have a Red Bull. The love is still there. Don't knock it till you try it, buddy. What was the question? Hoffnung auf Sieg. Yeah. Ja, eigentlich relativ groß, muss ich sagen. Als ich dann am Valtteri habe ich mich unheimlich schwer getan, dicht ranzukommen. Er hatte dann einen Fehler in Kurve 5 am Ende vom ersten Sektor und dann konnte ich direkt zuschlagen. Ja, und dann dachte ich, hätten wir vielleicht noch eine Chance, weil wir auf, ich glaube, ungefähr 6, 7, 8 Runden frischeren Reifen waren und hatte darauf gehofft, dass am Ende des Rennens die Reifen einbrechen. Aber das war dann nicht der Fall. Gerade zum Ende kamen dann nochmal richtig schnelle Runden. Ich glaube, von allen von uns in den Top 3. Deswegen war es schwer, mit den Überrunden dann auch in den Fluss zu kommen, in den Rhythmus zu kommen, was unheimlich wichtig ist auf der Strecke. Und im Endeffekt, glaube ich, hatte Lewis vorne das Tempo gut kontrolliert und somit hatten wir dann keine realistische Chance. Fazit Ferraria 2018? Ich denke, starker Anfang. In der Mitte und zum Ende, glaube ich, haben wir uns ein bisschen schwer getan. Ja, hat dann der Speed ein bisschen gefehlt. Dazu kam dann vielleicht die ein oder andere Unachtsamkeit. Und ja,
ich glaube, wir sind vielleicht ein bisschen weiter zurück, als es hätte sein sollen. Aber ich denke, es wäre schwer gewesen, bis zum letzten Rennen alles offen zu halten, da uns einfach der Speed gefehlt hat. Und ich glaube, wir wissen, wo die Schwachstellen sind, teamintern. Und es liegt nun an uns, an den Schrauben zu drehen, um den Schritt nach vorne zu machen. Das war also das Fazit von Sebastian Vettel. Timo, Platz 2 jetzt am Ende. Ist das ein persönliches Gefühl, mit dem man die Saison verlassen kann? Ja, ist es, aber wenn er zurückschaut, weiß er, dass es die große Chance war, mit Ferrari dieses Jahr Weltmeister zu werden. Auch wenn er sagt, dass er trotzdem glaubt, dass es hinten raus vielleicht eng geworden wäre. Aber man hat als Team viele Punkte auf der Strecke liegen lassen. Und wie gesagt, das Reglement wird sich ein bisschen ändern und es wird sich wieder neu mischen nächstes Jahr. Somit, er weiß, was das für eine große Chance war und das tut weh. Er hat ja gerade von den Stellschrauben gesprochen, die Sie identifiziert haben im Team, die Sie verändern und verbessern müssen. Was glaubst du, was Sie wirklich machen müssen? Wo sind die Schwächen im Team? Ja, das ist im Detail, ja, Strategie. Da müssen Sie nochmal gucken, dass Sie sich verbessern. Auch wirklich ein Team werden, ja, und dann wirklich hinter dem Sebastian auch stehen. Da müssen Sie sich verbessern, ja, weil teilweise haben Sie auch zu viel den Kimi dann unterstützt, wo er schon raus war aus der WM, ja. Das sind alles so kleine Beispiele, das summiert sich dann, ja? Und um den Lewis zu schlagen, da muss alles perfekt sein, das ist ganz klar. Ja, ja, wir haben von Fernando Alonso eben ganz viele schöne Bilder gesehen mit Lewis Hamilton, mit Sebastian Vettel zusammen. Also er hat hier die große Formel 1 Bühne verlassen, aber das macht er natürlich nicht, ohne einen kleinen Gruß nach Deutschland zu senden. Well, amazing. Experience, amazing journey for me. Tolle Erfahrung, eine ganz tolle Reise für mich und auch, denke ich, für die vielen deutschen Fans war es auch toll, mich zu sehen im Kampf mit Michael und auch mit Sebastian und mit den Mercedes-Autos dann aus Deutschland. Danke für alles. Also es freut uns, dass da nicht nur ein Küsschen geworfen wird, sondern auch noch die Grüße nach Deutschland von Fernando rübergekommen sind. Er hat ja viel, viel Zuneigung hier jetzt bekommen. Christian ist zu uns gekommen und das macht uns allen irgendwie klar, jetzt wird aufgelöst, jetzt wird abgerechnet. Unser Expertentipp der Saison. Jetzt kommen die Punkte, jetzt kommt die echte Wahrheit. Also, da baut sich das Ganze auf. Guter, hervorragender Dritter. Nico Rosberg, zweiter Platz. Vielen Dank, vielen Dank. Zweiter Platz, auch ein positives Ergebnis für Christian Danner. Aber der Sieger, der große Sieger mit einem Punkt Abstand, Timo, der hessische Destroyer-Glock. Nein, herzlichen Glückwunsch, Timo. Das war ein schönes Battle übers Jahr, oder? Das hat euch schon ein bisschen motiviert. Es war echt ordentlich. Also speziell das letzte Rennen, mental den Druck so zwischen uns beiden, das war schon hart. Also ja, eines der härtesten Rennen, die ich je durchleben musste. Aber es war immer witzig zu sehen, wenn wir uns untereinander versucht haben, abzuhören, wer hat was getippt übers Jahr und so weiter. Also es war schon immer interessant. Guck mal, wir waren ja Punkt gleich vor diesem Rennen. Ja, das zählt nicht mehr. Das ist wurscht. Wer als Erster über die Ziellinie geht, das entscheidet. Hör mal, Timo, das ist dein Pokal. Das goldene Kapperl in Anlehnung an den Niki. Das goldene Kapperl. Für euch haben wir aber auch was. Also, ich gratuliere auch noch mal von mir aus. Dankeschön. Sehr, sehr stark. Herzlichen Glückwunsch. Es war ein herrlicher Kampf. So, ihr als Ex-Formel-1-Fahrer wisst ihr, wie das ist. Wir kriegen die Trostkappe. Mit den Kappern Lucky Loser, super. Das bist leider du, Nico. Lucky Loser, super. Und noch ein Lucky Loser. Freut mich sehr. Vielen Dank, RTL. Timo, jetzt die wichtigste Frage an dich. Jetzt mit dem Weltmeistertitel. Wir kennen das ja von Nico. Ja, und wir hoffen nicht, dass es passiert, aber du hörst auf, ja, nein? Naja, aber ich werde wahrscheinlich schon nochmal, jetzt mal ein, zwei Monate mal einfach mal mich zurückziehen, Kraft sammeln und dann fürs nächste Jahr wieder neu mit alter Stärke zurückkehren. Das war ein hartes Jahr. Ihr seht, und der Kampf bis zum Ende hin war heftig. Ihr seht eben übrigens richtig bescheuert aus. Danke. Jetzt gibt's noch. Ach, schade, leider, wir hatten noch so ein paar schöne Szenen vorbereitet aus der Saison. Aber ich glaube, das ist auch ein schönes Ende. Ich finde es tapfer, dass ihr das aufzieht. Ja, klar. Nico und Christian sind da echt eisern. Also, vielen Dank euch. Ich hoffe, euch hat das erste Jahr als Experten auch Spaß gemacht.
auf jeden Fall. Uns, ja, danke auch ans ganze RTL-Team und an alle euch zu Hause. Ja, genau. Vielen Dank. Wir sind einfach ein gutes Team, oder? Das sehe ich auch so. Und dazu gehören nicht nur wir hier vor der Kamera, sondern ganz, ganz viele Leute, die eben hinter der Kamera arbeiten. Dein Kollege, Heiko, guck mich nicht so an, da kann ich überhaupt nicht mehr sprechen. Also das war die Saison 2018. Ich hoffe, Sie sind nächstes Jahr auch dabei. In Melbourne geht's dann los. Ich krieg immer gesagt, wir müssen ziehen. Ich verstehe das schon. Kein Problem. Ich rede ja noch weiter. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Also ja, ich finde auch diesen Blick, den könnte ich noch minutenlang so mir anschauen. Strahle, Timo. Was ist denn nächstes Jahr zu erwarten? Also eine große Umwälzung oder, also bei uns im Team nicht, aber in der Formel 1 werden die Karten neu gemischt oder sind die üblichen Verdächtigen wieder die ihr auf der Rechnung habt? Was erwartet ihr von Robert Kubica vor allen Dingen? Es könnte gegen mich verwendet werden. Was? Weil wenn die Experten jetzt mit meinen Vorhersagen klarkommen, könnte ich den Tipp, ja, es ging um einen Punkt, nächstes Jahr verlieren. Na, David, ich sag nichts. Es könnte gleich bleiben, muss aber nicht. Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr schöne diplomatische Aussage. Georg A. aus Hückelhofen hat übrigens gewonnen. Wunderbar, 10.000 Euro Weihnachtsgeld und das Auto, den Ford Fiesta. Jetzt haben Sie es eingeblendet, aber jetzt sehen Sie das Auto auch noch mal fahren. Das ist Ihr neuer. Und das haben Sie gewonnen. So, also das ist Ihr neues Auto. Und der Nico, was willst du noch mal über nächstes Jahr? Nein, wir können sehr gespannt sein, ja, weil die Regeln sind so anders von den Autos her, dass wir nicht wissen jetzt, wer vorne sein wird. Und ich sehe auch Red Bull als Kandidat, besonders Max Verstappen. Und ich sehe auch bei euch übrigens beim Expertentipp durchaus Möglichkeiten, dass sich da die Rangordnung ändert nächstes Jahr. Also ich greife an, das garantiere ich. Nico, nicht entmutigen lassen, falls dieses Jahr nicht geklappt hat. Ich werde mit Rennsimulationsprogrammen werde ich hier antreten nächstes Jahr. Ja, halt das mal in Ehren. Wer weiß, ob du noch mal was gewinnst, mein Lieber. Danke. Also danke noch mal euch hier, unseren Experten. Danke dir, Anna. Danke Ihnen vor allem, dass Sie das ganze Jahr uns die Treue gehalten haben. Ich hoffe, nächstes Jahr Mitte März sehen wir uns alle wieder bei der Formel 1, wenn es losgeht, auf ein neues aus Australien. Wir sagen tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Und jetzt.